Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG, der Community-Kopfbau. Eine Serie, die viele von euch gefeiert haben und die auch ich ultra nice fand. Es ist mega nice zu sehen, wer da auf der anderen Seite vom Username steht, welche Pfeifen derjenige daheim hat, welche Köpfe, welchen Tabak, wie er den Kopf baut und so weiter. Geht jetzt endlich in die zweite Runde. Wir haben es ja schon lange angekündigt, wir wollten noch die Videos abarbeiten, die wir hatten. Jetzt war ein paar Wochen Ruhe. Community-Kopfbau Season 2. Wir haben ein paar neue Regeln. Wenn ihr mitmachen wollt, dreht gerne ein eigenes Video von eurem Kopfbau. Die Regeln sage ich gleich noch und die E-Mail, an die das Ganze muss, sage ich euch auch gleich noch. Also, die Bedingungen zur Teilnahme beim Community-Kopfbau sind folgende. Das Video muss im Querformat gedreht sein, das heißt 16:9 und nicht hochkant wie ein TikTok oder ein Insta-Story. Das Ganze soll dann als Video auf YouTube landen und da sind nun mal die Videos 16:9. Das heißt, bitte dreht euer Video im 16:9 Querformat. Das zweite ist, das Video sollte maximal 10 Minuten gehen. Wir wollen in der Regel 3 von den Community-Kopfbau-Videos in ein Video packen, das dann noch ein bisschen zusammenschneiden und mehr als 3 würde dann zu lange werden. Das heißt, maximal bitte 10 Minuten. Das andere Thema, und da haben viele oft nachgefragt, keine Musik, Leute. Ich weiß, manche von euch haben vielleicht die Copyrights für den Song und dann müsste ich mich aber darum kümmern, dass ihr mir das irgendwie nachweisen könnt. Vielleicht hat irgendwann ein Label diesen Song gekauft und dann wird das Video im Nachhinein geclaimt. Die Regel ist ganz einfach. Keine Musik im Hintergrund. Keine Musik, die ihr selbst gemacht habt, keine, für die ihr die Rechte habt und schon gar kein Justin Bieber Song oder sonst irgendwas. Einfach keine Musik, dann gibt es auch keine Probleme. Eine weitere Regel, die dieses Mal neu ist, keine Oblakos, Leute. Keine Oblakos. Nichts gegen den Oblako. Ihr wisst, dass ich ihn immer noch sehr, sehr gerne rauche. Aber bei der letzten Reihe vom Community Kopfbau war ein Großteil der eingesendeten Videos von Oblakos. Und das wollen wir dieses Mal nicht haben. Das heißt, tobt euch gerne mal ein bisschen aus. Nehmt verrückte Köpfe. Nehmt was anderes als den Oblako. Aufsätze ist euch trotzdem die vollkommen freie Wahl gelassen. Sei es ein Kamin, ein Kalaut, eine andere Smokebox, Alufolie, Alufolie mit Sieb, Alufolie mit Apple on top. Tobt euch aus und wenn ihr einen Tombak-Style machen wollt, dann macht einen Tombak-Style. Dieses Mal noch neu hinzugekommen, zeigt uns mal kurz eure Shisha-Sammlung, eure Kopfsammlung, eure Tabaksammlung, euren Lieblingsplatz bei euch daheim vielleicht, wo ihr Pfeife raucht oder so. Hauptsache, ihr nehmt uns mal so ein bisschen mit auf die Reise, welche Pfeifen ihr so daheim habt, welchen Tabak, welche Köpfe, welche Aufsätze. Zeigt uns einfach mal ein bisschen euer Shisha-Arsenal. Der nächste Punkt, bitte keine Zeitrafferaufnahme vom Kopfbau. Wir wollen den Kopfbau wirklich in voller Länge sehen. Und auch danach die Rauchentwicklung bzw. wie ihr das Ganze raucht. Ihr müsst nicht zu sehen sein dabei, ihr könntet euch auch einfach so neben die Kamera stellen. Stellt euch vor, das Bild geht jetzt bis hier und pustet dann einfach mal so in die Kamera rein. Ihr müsst nicht zu sehen sein, wenn ihr das nicht wollt. Das heißt, nochmal die Zusammenfassung, Querformat 16:9, maximal 10 Minuten, keine Musik, kein Oblako, Shisha-Sammlung kurz zeigen, kein Zeitraffer. Wenn ihr das gemacht habt, schickt das Video sehr, sehr gerne an shishawgmarv@gmail.com. Und dann gucken wir es uns zusammen in einem Stream an und jeder, der sich da an die Regeln hält, der wird auch in dem Video landen und das kommt dann auch nochmal auf YouTube. Jetzt haben wir auch schon die ersten 2 für euch, das heißt, ich würde sagen, wir starten einfach rein und gucken uns mal die ersten 2 Videos an, die schon eingesendet wurden. Was geht ab, meine lieben Cousins und Cousins? Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es mal wieder um etwas ganz Besonderes, denn heute geht es um den Community-Kopfbau für die Shisha-WG. Digga, das kann ich schon fast als Video-Intro nehmen. Perfekt. Ich zeige euch einfach mal meinen Stuff, erzähle ein bisschen was dabei, dann bauen wir ein Köpfchen und ja, den rauchen wir natürlich. So, ihr könnt hier auf jeden Fall erstmal meine Shisha-Sammlung sehen. Und zwar haben wir hier einmal die Mashallah. KFS in Full Gold, die Edition 4 mit der Amethyst Bowl und noch eine VUCA, sehr lecker. Oh, und hinten dran haben wir noch eine Vyro mit dem Frozen Ghost Sleeve, sehr wild. Aber ich greife schon wieder viel zu vorne weg. Wir hören uns einfach mal an. Die Aeon Edition Lounge mit einem wunderschönen Magnum Funnel und einem Sieb natürlich. Wir kommen aber noch zuerst zu der VUCA. Und zwar handelt es sich hierbei um die VUCA Oak mit der Mastercut Bowl. Schön. Und ja, dem Klickverschluss, sprich, es ist schon eine neue. Und dann haben wir hier zu unserer Rechten die KFS. Problem dabei ist, es war meine Pharma-Pfeife, mit der ich geraucht habe. Seitdem. Bro, die arme KFS. Oh boy. Ganz klein sieht man hier natürlich auch noch die Vyro One in dem Frozen Glass bzw. in der Matten. Und die Teetasse. Ganz wichtiges Ding. Ich befülle das eigentlich voll gern mit Wasser und dann mache ich auch meine Kohlen aus, wenn ich mal keinen Bock habe oder sowas. Dann habe ich hier natürlich meine Kohlen. Ich verwende derzeit Black Kokos. Davon habe ich noch knapp 10
10 Kilo übrig. Wild, Digga. Die Fumari-Kohle habe ich noch gar nicht probiert. Habe ich noch nie geraucht. Und ja, da habe ich noch so einen coolen Pop-Aufständer von Hukain mir mal gegönnt. Ist jetzt, ja gut, da packe ich jetzt halt nur meinen kleinen Stuff rein. Ne? Hier oben seht ihr ein bisschen Pinkman, Lime, Kiwi-Smooth. Sprich, mein Master lagere ich hier sehr meistens. Nice. Und ansonsten so ein paar Sachen, die ich halt gerne rauche, so wie den Gummy Mellow. Naja gut, gerne rauchen tue ich den jetzt nicht, aber habe ich gerade... Oh, no front! Ansonsten den Spice Lin finde ich ultra geil, den FFM feiere ich übel. Für mich der beste Wildberry Tabak. Wirklich sehr geil, der FFM. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Köpfe, die ich verwende. Und zwar ist hier einmal der Amy Glasi, verwendet ultra viel Tabak. Deswegen brauche ich den gerade nicht so dolle. Drip Bowl habe ich hier. Nachvollziehbar. Das ist einer der größten Negativpunkte, abgesehen davon, dass es Glas ist, was ich nicht so mag. Da müssen Unmengen an Tabak rein. Dann den ATH und keiner weiß irgendwie, wie der heißt. Also wie der Colorway und die Form heißt, weiß ich auch nicht. Aber es ist ATH Modell S, glaube ich. Von der Form her müsste es der S sein. Aber Raflit vielleicht. Naja, ist ja auch egal. Dann habe ich noch ein paar Steine, Mentorsteine, Bayernsteine, X-Shisha, ein paar von diesen Minzshots. Vor allem von Nameless, der grüne Marokkaner. Ja, da müsste sich auf jeden Fall noch der Minzshot von Holster verstecken. Safe. Ansonsten haben wir hier noch einmal einen Oblaco M mit einem HMD. Jetzt wird es aber interessanter. Oh, und zwar es geht noch ein bisschen weiter. Testing's not bad, bro. Zu meinen beiden Regalen. Die. Was ist das denn? Kenne ich gar nicht den Kopf. Was ist das für einer? Nein, Spaß beiseite. KS, der vermutlich beste Kopf, wenn man mit Kamin rauchen will. Ich persönlich bin kein Freund von Kamin, das wisst ihr mittlerweile. Aber der KS, der wahrscheinlich beste Kopf für Kamin. Und zwar haben wir hier nochmal ein paar Köpfe. Wir sehen hier einen KS Apo, wir sehen hier einen Litlip. Mit dem rauche ich nicht mehr, weil es mein Pharma-Litlip war und seitdem riecht er danach. Was? Der Pharma-Litlip, man kennt ihn. Dann haben wir hier noch einen coolen KS, ich weiß gar nicht, wie der heißt, auf jeden Fall von KS. Und zwar handelt es sich hierbei um ein... Wild, den habe ich noch nie gesehen. Aber gut, also witzige Idee. Aber da suppt bestimmt die Molasse runter, wie hast du noch nicht gesehen. Wo ihr so ein kleines Sieb drauflegt, dann einfach mit dem Kaminrauch und Panzeralu, keine Ahnung. Ist an sich eigentlich ganz cool. Und ja, dann kommen wir auf jeden Fall zu meinem ganzen Tabak. Oben seht ihr alles, was ich nicht gerne rauche, beziehungsweise derzeit nicht. Und zwar haben wir den Aquamenta Colors, der ist aber auch schon fast leer. Den Orange Mint, der ist auch schon fast leer. 187 war ich halt nicht so der Riesenfan von, muss ich sagen. Kann man sich aber definitiv mal geben. Ufka Falel von Gringo feiere ich. Ist an sich gut, rauche ich aber derzeit nicht. Dann haben wir hier den Belgian Morning von Starline. Mega geil. Lemon Blast habe ich jetzt nicht so gefeiert, muss ich dazu gestehen. Haben wir hier einmal den Virgin M, einmal umgeswitcht in die Nameless-Dose Black Nana. Und natürlich ganz viele Packungen von Darkside, von Starline, von Fumari, die ich einfach... Wildtastics. Not bad. Not bad. Da kann man auf jeden Fall mal ein Köpfchen rauchen. Aber jetzt wird's hier noch einmal interessant. Und zwar haben wir den... Wild, Digga. Es geht weiter und weiter und weiter. Den Isopower von Smoker. Richtig geil. Wenn ihr mit Traube mischt, feier ich ultra. Dann... Echt? Iso-Drink Traube? Wild. Dann haben wir hier den Shades Quickie. An sich mega geil. Dann einmal haben wir den Code Red von Chaos. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Ach, Love 66, dann haben wir einmal nochmal Love. Den Adalia Black Double Mint, der ist aber fast leer und den würde ich gerne nicht mehr rauchen wollen. Was? Warum? Genau, einmal hier Needles am Start, Grape 2.0, dann haben wir ganz viel Fumari hier. Copa Martina, was haben wir noch? Die Bananengeschichte haben wir hier auf jeden Fall noch am Start. Spiced Chai ist am Start, Cafayayo ist hier. Ich habe auf der Fumari-Website gelesen, dass Spiced Chai die meistverkaufte Sorte von Fumari ist. Ich meine, ich finde den nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, der ist solide. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das die meistverkaufte Sorte von Fumari ist. Hätte ich nicht erwartet. White Cake an sich richtig geil. Feiere ich aber in der Kombination noch mehr. African King Queen seht ihr hinten. Ist jetzt, ja gut, ich weiß gar nicht, ich habe den tot geraucht, aber ich rauche den einfach gerne nochmal trotzdem. Beziehungsweise kaufe mir einfach die Dosen davon. Ja gut, dann haben wir Awaha Grape Mint. Mr. John. Habe ich jetzt eine Dose gehabt, brauche ich nicht mehr. Dann Eiskaktus ist auf jeden Fall am Start hier. Grape 2.0, Grape 2.0, Grape 2.0 mit dem Minzshot. Und so sieht auf jeden Fall mein Tabakschrank aus. Was ich aber noch vergessen habe, ist, da seht ihr by the way ein Baby. Oh, ich wollte gerade sagen. Die Foto von mir, ich weiß nicht. Oh, Mini-Testings, hallo. Warum das da chillt, keine Ahnung. War einfach schon da, als ich da war, als ich hier in mein Zimmer kam. Nee, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall... Wenn die Eltern deine Bilder bestimmen, also das Bild bleibt da. Okay, Mama. Entschuldigung. Vergessen habe, ist meine Khalil Mahmoud.
Hier seht ihr auf jeden Fall noch einen Solaris obendrauf. Und derzeit rauche ich den nicht so dolle. Kein Bock auf Tradi derzeit. Kommen bestimmt mal andere Tage. Aber wir bauen jetzt auf jeden Fall einen Kopf. Wir rauchen heute im Werkbund Zeus. Nice. Ich habe tatsächlich noch nie geraucht mit dem Kopf. Deswegen bin ich sehr... Digga, einfach einen Kopf nehmen, den du noch nie geraucht hast. Wild. Gespannt, wie das Ganze läuft. Ob ich es auf Anhieb richtig mache oder ob man hier ein bisschen nachjustieren kann. An der einen oder anderen Stelle. Ich bin gespannt. So, das müsste für den Smoker Easy Power erstmal genügen. Den packen wir auf jeden Fall. Von der Tabakqualität sieht aber auf jeden Fall schon mal gut aus. Ich hatte noch nie eine Dose Smoker-Tabak. Noch nie. Direkt zur Seite und mischen noch ein bisschen Grape 2.0 von Holster mit unter. Also wie gesagt, ich feiere diese Kombination Ultra. Die muss wirklich jedermann von euch probieren. Habe ich noch nie probiert. Ich kann es mir auch null vorstellen. Ne? Iso-Drink mit Traube-Minze. Es klingt so wild. So, und dann hätten wir das tatsächlich auch fast geschafft, beziehungsweise den Kopf befüllt. Wir justieren das natürlich alles hier ganz easy. So. Schön randfrei machen. Und so Loch sieht in der Mitte auf jeden frei machen. Fall unser Köpfchen aus. Das kann man hier noch ein bisschen schöner machen. Das müsste so hinhauen. Ja, keine Ahnung. Ich hätte hier vielleicht noch ein bisschen sauber gemacht und so. Das eine oder andere Ding noch mal ein bisschen sauber gemacht. Ich wäre dann noch mal rumgegangen so mit der Gabel oder mit dem Stecherding. Ganz ehrlich, Kalaut drauf und rein in die Masse. Das wird auch so laufen. So, Pfeife ist an. Wir rauchen heute auf der Aeon Edition Lounge. Was? So, Pfeife ist an. Wir rauchen heute auf der Aeon 4. Nee. So, Pfeife ist an. Wir rauchen auf der Aeon Lounge Edition 4 mit dem wunderschönen Werkbund Zeus, einem Kalaut 1 plus Neres und 3 Kokoskohlen. Ja, werden wir mal den ersten Zug nehmen und gucken, ob ich das hier so hinbekommen habe, wie es sein sollte. Durchzug klingt schon mal ganz gut. Rauchentwicklung sieht auch gut aus. Kann man nichts sagen. War das wirklich der erste Zug, Tastix? Wie ihr sehen könnt, ne? Ergebnis ist zufriedenstellend. Man kann auf jeden Fall das Ding definitiv rauchen, inhalieren, was auch immer. Schmeckt auf jeden Fall wahnsinnig. Ne? Ich empfehle diese Mischung jedem. Grapefruit und Grape 2.0. Ich glaube, ich muss die Mischung mal probieren. Ob ich es mit dem ISO-Drink-Ding mache, weiß ich nicht. Der zweite Zug, ja, dafür ist schon Wildrauch. Ich glaube, da geht sogar noch ein kleines bisschen mehr, wenn die komplett angeraucht ist. Ich bin auf jeden Fall raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Tastix. Tastix? Kuss, Minion. Sehr geiles Video. Feier ich. Wunderbares Video. So, als nächstes gucken wir noch das Video von Dos Santos. So, erstmal herzlich willkommen. Ich bin's Leon, aka Dos Santos. Erstmal schöne Grüße, Shisha WG. Und Grüße, Minion. Ich hoffe, dir wird richtig ins Zeug gelegt. Ey, extra alles aufgebaut und so. Feier ich. Feier ich. Mies. Erstmal Grüße gehen raus. Hier ist jetzt unser Setup, sag ich mal. Unser ganzes Zeug steht so auf dem... Oh, Junge. Das sind aber auch schon einige Köpfe am Start, ey. Uff. Ja, fangen wir doch mal gleich an. Hier vorne haben wir unsere Stangen zum Rauchen. Hier kommt praktisch dann der Rauch raus, wenn du ziehst. Die Stangen, Mundstücke. Wahrscheinlich einfach Nervosität beim Videodrehen. Da kommen manchmal komische Wörter aus einem raus. Man kennt's. Dann haben wir hier unser Besteck, diese Gabeln. Das ist für mich Müll, sag ich mal. Da benutze ich lieber Löffel. Löffel? Löffel? Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Dann haben wir hier diese Einweg-Hygienemundstücke. Mehrweg. Das ist doch ein Joke, oder? Das sind Premium-Hygienemundstücke, Minion. Dann kommen wir zu unseren Köpfen. Dann haben wir hier ganz viele verschiedene. Am Anfang kommen wir jetzt hier, die kennt bestimmt jeder, die Oblakes Emma. Dann haben wir hier nochmal einen, nochmal in der anderen Variation mit Zomo. Das ist nochmal das zusammengemixte mit Oblake, glaube ich, war das jetzt. Oblako Somo. Also richtig russisch ausgesprochen würde es Oblaka heißen. Dann haben wir noch diesen Kalif Bowl. Ah, das ist ein Kalifa. Dann Atraverten, Ozean. Dann haben wir Medieval. Dann den Werkbund Zeu. Nee. Nicht Zeus, gell? Doch. Zeus war das, glaube ich. Zeus, genau. Ich erkenne da ein Muster bei den Namen, sage ich mal. Mhm. Dann der Litlup oder so. Litlup oder irgendwie Litlup, hieß der. Ja, ja. Litlup auch. Dann Lushlup. Dann hier haben wir die Standards, die Mono. Dann nochmal den AT. Das ist der neue, glaube ich, der rausgekommen ist. Die Namen sind leicht off, aber es ist ein Joke, Jungs. Und dann nochmal den Harmonia Bowler. Das Harmonia Bowler. Dieser von Eya, diese Marke Ayan. Eya! Ey, Brudi, hast du auch den Funnel von Eya? Klar, Kalut. Das hab ich jetzt, glaube ich, vergessen. Ah, da kommt was anderes hin. Ja, ah. Hier haben wir unsere Kaluts. Ganz wichtig, die Kaluts. Dann haben wir die Viro 1.
Die Moze Breze, die kennt ja jeder. Ozean Caven ist das. Das ist die Ami. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingspfeife. Ganz klar, die Vuka. Das ist die Vuka. Man kennt ihn. Die Vuka. Eine alte Version von der Vuka. Ah, wild. Kenne ich so noch gar nicht. Dann war das wahrscheinlich die erste Vuka. Dann haben wir hier einmal eine Darkside. Ein Ben Papa, was du mir vorhin hast, auf Top. Dann Crypt 2.0, zum Beispiel so die super Sachen jetzt hier. Dann noch, dann natürlich den Herbert Grönemeyer, den darf man nicht vergessen, der ist auch super. Wie wild wäre das, wenn Herbert Grönemeyer einfach Tabak rausbringen würde? Einfach mal alle Rapper hops genommen. Und den Mustafe, den haben wir auch da, haben wir eigentlich alle Tabak. Mustafe, den Joke bring ich selbst noch ab und zu. Jetzt bauen wir erstmal hier erstmal im Ami Glaskopf, das ist mein Lieblingskopf, ich liebe den. Der blutet ab und zu auch mal, ist jetzt nichts Schlimmes, könnt ihr trotzdem rauchen. Klar, man kennt's, wenn Glas blutet. Spaß beiseite, wir machen es jetzt gescheit natürlich hier mit dem Moonfunnel. Natürlich. Ich dachte, sie heißt Mono. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich hoffe, du hast bis jetzt noch nicht abgeschalten. Natürlich. Dann fangen wir an, natürlich Green Lean. Geil. Erstmal umrühren. Locker fluffig rein in die Masse. Genau, also wie gesagt, erstmal schön alles rein. Nicht andrücken. So, und das müsste schon reichen von Green. Ich glaube, es reicht schon ein bisschen zu viel, aber Green Lean ist einfach geil. Geil zum Rauchen. Dann, Alter, der Kalaut glänzt richtig innen. Achtet mal drauf, wenn er gleich seine Hand wegnimmt. Streichen, zack, zack. So. Guck mal, wie der drinne glänzt, ey. Dann kommen wir zum Besten natürlich hier. Unser schöner Grape 2.0. So, ich zeige es euch gleich dann wieder, wenn ich fertig gebraut habe. So. Also sieht wunderbar aus bis jetzt. Da kann noch ein bisschen. Jetzt den Stecher und noch ein bisschen verteilen. Perfekt. So haben wir jetzt erstmal alles reingetan. Und dann wird alles erstmal ganz locker hier reingeschoben von außen. Sehr nice. Genau. Erstmal alles rein. Nicht andrücken oder sowas. Einfach schön fluffig rein da in die Masse. So. Also, so. 1:1, wie ich es mache. Locker fluffig rein und dann mit dem Stecher nochmal rumgehen und überall gucken, dass alles gescheit liegt. Schön gleichmäßig. Das ist zwar jetzt nicht das Schönste geworden. Das da hätte ich vielleicht noch weg. Na, das hätte ich vielleicht noch raus. Aber ansonsten, perfekt. Aber es wird rauchen auf jeden Fall. Ja, safe. Schaut, glaube ich, ganz gut aus. So, dann wichtig ist natürlich am Ende abputzen. Ich habe jetzt gerade auch kein Silber da. Kennt man ja von dir, Marv. Was? Das passiert mir nie. Ich bin immer vorbereitet. Was? Kalaut drauf und ab geht's. Auf die Vuka. So, dann kommen wir jetzt hier zu unserem Setup. Hier zwei. Wo ist die Vuka? Schmutz. Dann kommen wir mal zum ersten Zug. Ja, für den ersten Zug schon brutal. Ja, muss noch ein bisschen. Ich glaube, liegt jetzt so 2-3 Minuten drauf. Oh, wild. Ja, Rauchentwicklung sieht gut aus. Jetzt die Laser wieder an. Das sieht ja geil aus mit dem Rauch dann. Ich habe gar nicht probiert. Dann kommen wir zum Ende. Ich glaube, das Video ist jetzt schon ein bisschen länger geworden. Tut mir leid dafür, aber ich glaube, es war trotzdem unterhaltsam. Passt, perfekt hier. Unterhaltsam und geil. Erstmal danke. Wir schauen die, glaube ich, schon richtig lange an. Über ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre ja, wenn schon. Kuss geht raus, Jungs. Auch fürs Video machen, für die Mühe machen. Sehr nice geworden. Kuss geht raus, Jungs. Sehr, sehr nices Video. Sehr, sehr nices Video. Das soll schon wieder für den ersten Teil von den Community-Kopfbau-Dingern gewesen sein. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, guckt euch nochmal die Regeln an und dann das ganze Video an shishawgmarv@gmail.com. Kuss an Tastix und Dos Santos, die ersten zwei Jungs, die hier im zweiten Ründchen mitgemacht haben. Beide Videos sehr nice geworden. Vielen, vielen Dank da auf jeden Fall schon mal fürs Mitmachen und ich freue mich auf die nächsten Videos. Bis dahin, eure Shisha-WG.